Der erste Satz ist, glaube ich, es ist die Entwicklungsgeschichte eines Mannes, der durch das 20. Jahrhundert stolpert, immer glaubt, bei sich zu sein, sich aber ständig verliert in den Geheimdiensten dieses Zeitalters. Und der zweite Satz, es geht um die Sehnsucht dieses Mannes nach Liebe und Geborgenheit und die Zeitumstände ermöglichen es. Die Vorgeschichte zu Das kalte Blut ist wirklich sehr umfangreich. Um es auf den Punkt zu bringen, ich habe die Geschichte meines Großvaters untersucht und darüber auch ein Buch geschrieben, 10 Jahre Recherchearbeit gehabt und bin auf eine Version der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gekommen, die mir vorher fremd war, obwohl ich Geschichte studiert habe, und habe aufgrund der Biografie meines Großvaters entdeckt, dass nicht er nur Dinge verborgen hat, die für mich schockierend waren als sein Nachkomme, sondern viele seiner Generationsgenossen haben das verborgen und konnten deshalb die Bundesrepublik Deutschland mitgründen und ganz stark prägen. Und das hat mich letztlich in diese Geschichte getrieben. Ich komme selbst aus einer Täterfamilie. Ich habe daraufhin eben 10 Jahre lang in Archiven gearbeitet, Zeithistoriker interviewt, Zeitzeugen getroffen, die meinen Großvater noch kannten, und herausbekommen, dass die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ganz anders gelaufen ist, als uns das im Geschichtsunterricht genannt wurde. Tatsächlich wurde Deutschland nach dem Krieg ganz stark von Mitläufern und bekennenden Nationalsozialisten aufgebaut. Und das war der Beginn dieser Fiktionalisierung. Ich wollte einfach wissen, was sind das für Menschen gewesen? Wie ist mein Großvater gewesen in meiner Vorstellung? Ich konnte ihn natürlich nicht wieder zum Leben erwecken, aber ich konnte zumindest seine Beweggründe durchspielen auf so einer fiktionalisierten Ebene, und das habe ich eben dann getan. Na, es ist ja, das Verrückte ist, dass die Gräuel bleiben alle immer gleich. Also die Grundausstattung, die mentale Ausstattung zur Bestialität hat der Mensch immer. Die kann jederzeit passieren. Und sie ist meinem Großvater widerfahren in einer Zeit, in der man sich das nicht vorstellen konnte. Mir ist sie nicht widerfahren bisher, toi, toi, toi. Sie kann aber jederzeit wieder geschehen. Es muss sozusagen nur eine Konstellation da sein, die Menschen dazu bringt, zu vergessen. Und dafür ist Geschichte wichtig, dass man möglichst nicht vergisst. Und dafür ist Politik wichtig, dass diese Situation nicht eintrifft.